Ach, das ist Harry? Dessen Fantasie in ihnen spielte, dessen Gedanken sie dachten und dessen Geschicklichkeit sich in ihnen erprobte. Ich sah es ihnen an, wie es sie geradezu entzückte, als ihnen der Golfschläger einfiel. Ich möchte Sie etwas fragen. Harry ist ein ganz und gar nichtsnutziger Mensch. Ich weiß nicht, wie er jetzt geworden ist. Aber damals war es. Man kann ihm nichts beweisen, er läuft unbestraft herum. Außer, es könnte vielleicht ein Zufall ihn erwischen. Sagen wir mal, ein tödlicher Zufall. Wäre das für Sie eine Genugtuung? So eine müßige Frage. Na, Sie wären doch froh darüber, geben Sie es zu. Sie würden diesen Zufall loben, Sie würden sagen, das war gerecht. Das würde ich nicht. Sie sagten doch, dass Sie ihn hassen. Ich sagte nur, dass er mich gehasst hat, nicht umgekehrt. Das ist unbegreiflich. Auch jetzt nicht? Vorhin, als Sie mir so schön geholfen haben, wollte ich nicht etwa einen Missetäter finden. Ich wollte nur wissen. Es störte mich, dass in meinem Gedächtnis eine Lücke war. Sie ist jetzt beseitigt und damit bin ich zufrieden. Tja, dann